erst eine Mission, das habe ich überlegt, die war, glaube ich, wir wollen Ale irgendwie weiter verbreiten, ich weiß es nicht mehr genau. Dann hat man eine Vision erarbeitet, indem man Dreierteams zusammengesetzt hat und jedes Dreierteam hat einen Vision-Statement gemacht. Okay. Die wurden dann hingehängt und dann hat man, jedes Team hat sie vorgestellt und dann haben sie sich nochmal eine Minute zurückgezogen und haben versucht, eine bessere zu machen aus dem, was sie gehört haben und sind dann wiedergekommen mit ihren Visions und dann haben sie daraus gemeinsam diese hier zusammengestellt. Der nächste Schritt war dann, dass man Personas definiert hat. Da hat man Teams von 4 Leuten gebildet. Erstmal hat man durch Zurufen eine Liste von Personas erzeugt. Ich weiß es nicht, die steht hier nicht mehr. Und das ist so eine hier. Und das ist jetzt so eine. Erika UX ist eine. Okay. Oder hier Frank Manager ist auch eine. Dann hat man, dann haben diese Mini-Teams ihre Personas vorgestellt und man hat sich geeinigt, welche Persona ist jetzt die wichtigste für dieses, für diese Vision. Okay. Und dann hat man die Persona Frank, 45 Jahre Manager, wir wollen mehr Manager im, im Ale haben, dazugebracht. Und dann hat man aus dieser Vision die Keywords rausgenommen, expanding, sharing, caring, exploring, accessible und hat die auf die horizontale Skala dieser Storylab gebracht. Okay. Und das sind jetzt die Functions, damit man, wenn man das komplett hat, ist man functionally complete, oder fully functional. Und dann hat man hier in die andere Dimension, working skeleton, thumb up, also Version zum Live gehen und wow, also inklusive Exciters gebaut. Verstehe. Kanu. Hat dann zwei Teams gebildet, aus den, es waren mittlerweile 16 Leute, also zwei Achterteams, die dann gemeinsam versucht haben, User Stories zu finden. Man sieht hier die grünen und die blauen. Okay. Das sind die Ergebnisse der Teams. Die wurden alle hingehängt und dann in so einer Silent-Methode einfach erstmal hingepflanzt, wo sie sind. Und dann in einer zweiten Methode nochmal verändert. Also Das hat nur die eine Hälfte von den 16 gemacht. Und dann durfte die andere Hälfte nochmal hingehen und gucken, ob sie das noch, ob sie das gut finden oder ändern wollen. Und damit hat man es geschafft, in einer Stunde und 40 Minuten von einer Mission über eine Vision zu einem Epic zu kommen, wo man tatsächlich einen, die verschiedenen Slices hat und sagen kann, das sind die wichtigsten Funktionen, um in Working Skeleton zu bekommen. Das sind die, die ich brauche, damit ich dann wirklich die Manager dazu kriege. Okay. Und dann gibt es vielleicht noch Exciters, die eigentlich nicht so kritisch sind. Wie läuft das Ganze jetzt in der Entwicklung? Also sprich, dann wie werden die Sprint, wie werden die Sprintbacks rausgezogen? Dass das hier vielleicht die Epics sind, das hier sind dann die User Stories und dann muss halt der Product Owner oder die beteiligten Product Owner die, diese Story Maps der verschiedenen Epics gegeneinander gewichten und sagen, im nächsten Sprint machen wir hier diesen Slice Working Skeleton, dann haben wir nach dem Sprint einen Working Skeleton und gleichzeitig machen wir noch die zwei Exciters von einem anderen Epic. Okay, cool, verstanden. Finde ich total klasse. Super, Christoph.